Guten Abend, liebes Online-Publikum, liebe Musikfreunde. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind. Nach den ersten Konzerten mit den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach und dem Horntrio von Johannes Brahms steht heute mal etwas ganz anderes auf dem Programm. Das Motto lautet Tango and More. Wir haben Stücke ausgesucht, die uns Spaß machen, die wir einfach gerne spielen, wo wir denken, dass die auch irgendwo zeitlos sind und wo wir sicher sind, dass sie ihnen auch Spaß machen. Ich darf vielleicht auch mal meine Kollegen kurz mal vorstellen. An der Klarinette Pavel Kutterbach, am Akkordeon Marco Kassel und mein Name ist Martin Schminke. Wir starten gemäß dem Motto Tango and More mit einem Tango, La Compasita. Viel Spaß. Bei einem Tango-Programm darf natürlich der Großmeister des Tango Nuevo, Astor Piazzolla, nicht fehlen. Dieses Jahr wäre er 100 Jahre alt geworden und wir ehren seinen Geburtstag mit dem Stück Oblivion, welches kein Tango ist. Thank you.
Ja, nach zwei argentinischen Tangos kommen wir jetzt in andere Gefilde, weil nicht nur in Argentinien ist der Tango zu Hause. Es gibt mittlerweile in vielen Ländern große Tango-Traditionen und ein Land, in dem ich das persönlich nicht vermutet hatte, ist die Türkei. Bereits 1930 schrieb Necip Andel, der türkische Komponist, den Tango Özleyiş, was so viel heißt wie Tango der Sehnsucht. Dieses Stück komponierte er in einem Zustand von großem Herzschmerz. Er hatte sich an einem Filmset in eine deutsche Schauspielerin verliebt und die beiden konnten natürlich aus religiösen Gründen nicht zusammen. Und das war letztlich großes Glück für die Musikwelt und für uns alle, da wir nun diesen wunderbaren Tango haben. Tango Özleyiş. Kurz nach dem oder im ersten Lockdown vor jetzt immerhin schon ein Jahr haben wir in dieser Besetzung hier mit meinen Freunden unser erstes Online-Konzert dieser Besetzung gespielt und hatten ein Stück auf dem Programm, das hieß Rumänisch. Wir wollten es eigentlich gerne nochmal spielen, weil wir es so gerne mögen, aber da haben wir ein Stück gefunden, was quasi ein Schwesterstück ist von dem gleichen Komponisten Jörg Nyman, das heißt Ungarisch. Viel Spaß damit. Musik.
Wenn Violine, Klarinette und Akkordeon aufeinandertreffen, dürfen auch keine Stücke aus der jüdischen Klangsprache fehlen. Wir präsentieren jetzt drei Klezmerstücke, welche voller Sehnsucht stecken. Reisele, Papier ist doch weiß und Lomir sin überbeten. Thank you.
So, nach diesen schönen, für mich auch immer wieder ergreifenden jiddischen Melodien, die übrigens mein guter Freund Martin Gehrig für diese Besetzung arrangiert hat, kommen wir jetzt zu unserem letzten Stück von unserem Programm. Wie sollte es anders sein? Ein Tango. Ein berühmter Tango von Jakob Garde, Jalousie.